Hey Leute, cool, dass ihr hier reinschaut und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und Leute, es gibt's mal wieder ein neues Haus-Tutorial. Ein modernes Haus, was sich über zwei Stockwerke erstreckt. Wir haben einen kleinen Vorgarten mit Pool oder sogar zwei Pools, wenn man das eng sieht. Genau, das Haus seht ihr schon im Hintergrund. Ich würde einfach mal sagen, wir schauen uns das Ganze an. Und wenn euch das gefällt, dann können wir das einmal nachbauen. Ich habe das schon mal nachgebaut, nur ich hatte Probleme bei der Aufnahme. Muss das jetzt nochmal machen. Genau, aber wir machen das jetzt einfach nochmal und ich tue so, als hätte ich das noch nicht nachgebaut. Okay, genau, wir haben hier einmal den Vorgarten und zwar haben wir hier zwei Pools, wie schon erwähnt, ein bisschen Grünzeug. Und wenn man dann hier weitergeht über einen Weg, kommt man hier zum Eingang, wo es dann hier einmal links in das Haus reingeht. Okay, in dem Haus habe ich keine Treppe, in dem anderen ist auch eine Treppe in die obere Etage. Genau, und dann kann man hier hinten runter. Genau, so sieht das Ganze dann hier auf dieser Seite aus. Also wenn man hier kommt, dann ist auf der Rückseite nochmal hier eine Terrasse und hier unten so eine, noch eine weitere Terrasse und ein Balkon hier oben. Und hier auf der Seite gibt es auch nochmal eine Treppe, wo man auf den Balkon auch nochmal drauf gehen kann. Und das ist hier dann die Größe von der oberen Etage. Genau, also das so, um ein bisschen so die Größen einschätzen zu können. Und dann würde ich einfach mal sagen, genau, wenn euch das Ganze gefällt, dann bauen wir das doch einfach nochmal zusammen nach. Die Materialien, die wir brauchen, sind zum Großteil Quarzblöcke und Birkenholz. Genau, und dann noch hellgraue Glasscheiben für die Fenster und weiße Glasscheiben für die Geländer, sowohl hier als auch für den Balkon später. Genau, das sind so die Grundelemente und dann noch so ein paar andere Sachen, die ich dann immer wieder dazu sage. Und ich würde sagen, wir fangen an mit der Grundform, also angefangen von hier. Nach hinten und nach rechts brauchen wir erstmal so eine Plattform, worauf wir das Haus aufbauen. Und zwar ist diese Plattform 18 mal 16 Blöcke groß. Das heißt, wir nehmen uns einmal Quarz und ziehen erst einmal 18 Blöcke nebeneinander hin. Das heißt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Also das sind 18 Blöcke und 16 Blöcke nach hinten. Das heißt, wir stellen uns hier hin und zählen einmal von 2 bis 16, also von 2, weil wir ja einen mit der Ecke schon haben, dann hätten wir jetzt hier 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 und 16. Genau, und dann verbinden wir das einmal miteinander oder wir schließen das halt ab, damit wir ein Rechteck haben. So, dann ziehen wir das hier nochmal entlang, genau, bis sich das hier trifft. Und wie gesagt, das müssten 18 mal 16 Blöcke groß sein. Und dann müssen wir das Ganze einmal komplett mit Quarz auffüllen. Das dauert jetzt ein bisschen, aber während ich das mache, könnt ihr das dann ja bei euch auch machen. Und dann sind wir hoffentlich ungefähr gleichzeitig fertig. Und nebenbei könnt ihr einfach das Klicken meiner Maus genießen. Wo sich manche Leute mega drüber aufregen, das finde ich voll witzig. Und manche schreiben sogar, dass das mega entspannt ist, wenn man immer meine Maus hört. Ja, so, ich werde das aber nicht... Keine Ahnung, meine Maus ist halt direkt neben dem Mikrofon und deshalb hört man die immer, genauso wie meine Tastatur. So. So, dann ziehen wir das hier nochmal schön entlang. Dauert jetzt natürlich ein bisschen, weil das schon eine relativ große Fläche ist. Ich weiß gar nicht, 18 mal 16, das kann ich jetzt nicht ganz schnell im Kopf ausrechnen, aber es sind schon viele Blöcke, die man hier setzen muss. So. Gleich haben wir das aber geschafft. So, nochmal hier entlang, so. Genau, dann würde ich sagen, als nächstes, da müsst ihr jetzt natürlich aufpassen, dass ihr auf der richtigen Seite seid. Also das ist die lange Seite und nach hinten ist die kürzere Seite. Da gehen wir jetzt einmal links vorne an die Ecke hin, zählen einmal 1, 2, 3 Blöcke ab und dann gehen wir einen schräg nach rechts rüber, also hier hin und setzen dort 3 Blöcke Birkenholz aufeinander. Also wie gesagt, das müssen jetzt 3 Blöcke Abstand hier zum Rand sein. Hier 3 Blöcke Birkenholz aufeinander, dann nehmen wir uns hellgraue Glasscheiben und setzen hier jetzt einmal 5 Blöcke nebeneinander. Das heißt 1, 2, 3, 4, 5. Ziehen das Ganze dann auch einmal 3 Blöcke hoch. Das heißt hier nochmal eine Schicht drauf. So, und dann nochmal eine Schicht da drauf. Rechts neben dem Glas kommen auch 3-mal Holz aufeinander. Dann nehmen wir uns Quarzblöcke und ziehen die einmal hier rechts daneben hin. Und zwar 4 Blöcke hoch, also noch einmal höher. Ziehen hier vorne nochmal dieselbe Schicht hin, also bis hier hin.
Und dann können wir anfangen, von hier jetzt einmal ein bisschen an der Struktur zu arbeiten. Und zwar müssen wir jetzt diesen obersten Block einmal nach links rausziehen. Insgesamt 9 Blöcke. Das heißt, wir stellen uns hier einmal links daneben und zählen jetzt ab 2 bis 9. Das heißt 2, weil wir ja einen schon hatten. Jetzt haben wir 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Also das guckt ein Block weiter raus als hier dieses Holz. So, dann ganz links hier setzen wir 4 weitere Quarzblöcke aufeinander, also 1, 2, 3, 4, 4 weitere. Und diesen obersten ziehen wir jetzt einmal wieder nach rechts rüber. Und hier brauchen wir auch wieder 9 Blöcke. Das heißt, wir stellen uns rechts daneben und zählen wieder ab 2 bis 9. Also 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und 9. Bis hierhin erstmal. Dann würde ich sagen, gehen wir einmal hier unten hin. Und hier haben wir ja schon 2 Quarzblöcke und die müssen wir jetzt einmal weiterziehen. Und zwar brauchen wir insgesamt 6. Das heißt, wir setzen jetzt hier einen dritten hin. Ne, 2 hatten wir, einen dritten, einen vierten, fünften und einen sechsten. Und die ziehen wir jetzt auch alle hoch auf eine Höhe von 4, also bis hier oben. Und dann nehmen wir uns wieder Birkenholz und ziehen jetzt einmal hier an dieser Stelle 1, 2, 3 Holzblöcke aufeinander. Dann kommt hier wieder ein Glasfenster hin und zwar 4 Blöcke breit. Das heißt, wir nehmen wieder hellgraue Glasscheiben, setzen 1, 2, 3, 4 Stück hier hin. Rechts daneben noch dreimal Holz aufeinander. Und dann können wir hier auch schon mal das Glas dazwischen packen. Oder die Glasscheiben, so dass wir das Fenster hier schon mal zu haben. Und dann nehmen wir uns wieder Quarz und fangen jetzt einmal an, genau hier an der Ecke 9 weitere Quarzblöcke nach rechts zu ziehen. Das heißt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und 9 und ziehen das Ganze dann einmal runter bis zum Boden. Und das müsste genau an dieser Kante sein. Also wenn ihr da seid, dann ist das alles korrekt, dann passt das alles. Genau, bis hierhin dann erstmal. Und dann würde ich sagen, gehen wir einmal hier nach oben an diese Kante hin und hier gehen wir einmal dahinter und ziehen hier 5 weitere Blöcke dran. Also 1, 2, 3, 4, 5. Genauso wie hier drunter müsste das dann sein. Und dann gehen wir auch hier wieder nach rechts rüber. Und zwar auch genau wieder drunter 9 Blöcke weit. Das heißt, von hier angefangen zählen wir jetzt einmal von 1. Also, ne, wir fangen einfach ganz normal an zu zählen. Und 9 Blöcke. So, also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und 9. Das ist auf der gleichen Höhe wie das. Also das passt. Genau, bis hierhin dann erstmal. So, dann würde ich sagen, machen wir ein bisschen mit den Strukturen weiter. Und zwar müssen wir jetzt einmal von. So, jetzt muss ich gerade mal gucken, wie ich das am besten mache. Doch, ich würde sagen, wir machen das auf der rechten Seite. Diese Ecke ziehen wir einmal nach hinten. Und zwar auch insgesamt brauchen wir dort 9 Blöcke. Das heißt, wir stellen uns hier hinter und zählen ab 2 bis 9. Das heißt 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8 und 9. Ziehen das Ganze dann runter bis zum Boden und das müsste genau an der Ecke ankommen. Also ist ein guter Orientierungspunkt. Genau dort müsste das ankommen. Und diese ganze Fläche hier machen wir jetzt einmal zu mit Quarz. Das heißt, wir ziehen hier eine Schicht, noch eine zweite und eine dritte Schicht Quarz hin. Und dann haben wir hier eine solide Quarzwand. Dann gehen wir einmal hier oben an diese Stelle hin und ziehen die nach hinten weg. Und da brauchen wir auch wieder 9 Blöcke. Das heißt, auch hier stellen wir uns dahinter und zählen ab 2 bis 9. Also 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und 9. Bis hierhin erstmal. Genau, so, dann würde ich sagen, gehen wir einmal von vorne nach links an die Kante hin und fangen an, hier oben das einmal nach hinten zu ziehen. Und zwar brauchen wir hier insgesamt 17 Blöcke. Das heißt, wir stellen uns hier einmal hinter und zählen von 2 bis 17. Das heißt 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 und 17. Und diesen 17. Block, den ziehen wir jetzt einmal runter. Ich muss mal gerade gucken. Ja, genau, wir ziehen den runter bis zum Boden. Also das muss hier auf das Gras drauf gehen. Das ist richtig, dass es hier drüber guckt. Genau, bis hierhin ziehen wir das Ganze. Dann können wir hier schon mal an diese Stelle gehen, also hier, wo diese letzte Quarzblock ist aus dieser Fläche. Und hier ziehen wir auch eine Linie einmal bis nach oben hin, also bis hier, bis sich das hiermit verbindet. Hier kommt schon wieder die Treppe rein. Und dann gehen wir einmal hier wieder an die Vorderseite und zwar in diese Ecke. Und die ziehen wir jetzt auch einmal nach links rüber. Und zwar so weit, ups, so, bis sich das hiermit verbindet, bis an diese Stelle.
Und dann können wir schon mal diesen ganzen Bereich einmal mit Quarz auffüllen. Das heißt, hier kommt eine Schicht Quarz hin, noch eine zweite Schicht Quarz und eine dritte Schicht Quarz. So, und außerdem können wir hier unten auch schon mal Holz weiterziehen. Und zwar seht ihr, hier haben wir das Fenster, hier ist eine Schicht Holz und dann müsst ihr hier einmal nach hinten weg auch Holz ziehen. Und zwar so weit bis hier an diese Stelle. Also bis hierhin muss Holz. Und dann kommt da drauf nochmal Holz. Und da drauf auch nochmal Holz. Und dann haben wir diese Seite sogar schon fast fertig. Wieso sind jetzt hier zwei Schweine auf einmal ganz plötzlich? So, okay. Dann würde ich sagen, die linke Seite haben wir damit fast fertig. Wobei, dann machen wir erstmal die Rückseite komplett fertig, würde ich sagen. Also die Grundstrukturen. Genau, und zwar an dieser Ecke, die wir jetzt hier haben, also wenn man von hinten guckt, diese Ecke, die müssen wir jetzt einmal nach links ziehen. Und zwar brauchen wir hier 8 Blöcke. Das heißt, wir zählen hier einmal von 2 bis 8. Das heißt 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8 bis hierhin. Dann gehen wir einmal nach links an diese Ecke, also an diese Kante hier, und ziehen das jetzt einmal von hier aus nach rechts rüber. Hier brauchen wir insgesamt 10 Blöcke und wir fangen auch wieder an von 2 zu zählen. Das heißt 2, weil wir einen schon hatten. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10 bis hierhin. Und dann ziehen wir hier nochmal 3 Blöcke rein aus Quarz, also sozusagen diese Verbindung. Genau, bis hierhin. Und was wir dann machen, ist, dass wir genauso auch hier diese Kante oder diese Ecke auch einmal rechts rüber ziehen. Hier brauchen wir auch wieder 10 Blöcke, genau wieder drüber. Das heißt, wir stellen uns rechts daneben, zählen ab 2 bis 10. Also 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Beziehungsweise noch einen 11., den man gleich nicht mehr sieht, weil hier setzen wir jetzt vorne nochmal 3 Blöcke dran. Jetzt sieht man den halt nicht mehr, das ist sozusagen der Hilfsblock. Hier nochmal 3 Blöcke dran, genauso wie hier drüber. Also das müsste parallel sein. Wenn man von oben guckt, dann sieht man das ganz gut. Und dann ziehen wir das einmal nach rechts rüber, so bis hierhin. Genau so, dann haben wir diesen Part auch schon mal geschafft. Und dann, was wir dann machen, ist, dass wir einmal hier nach unten gehen. Hier ziehen wir jetzt 1, 2 weitere Quarzblöcke dran. Dann ziehen wir das nach links rüber. Insgesamt 8 Blöcke mit dem hier. Das heißt, den zählen wir mit. 1, dann haben wir jetzt 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Also genau wieder drüber. Und dann ziehen wir das einmal hier wieder hinten dran. Und was wir dann machen können, ist, dass wir schon mal diese Fläche hier einmal komplett mit Quarz nochmal auffüllen. Und das ist dann für die Terrasse. Genau so. Genau, ich würde sagen, hierzu kommen wir später. Wir können vielleicht hier schon mal 2 Blöcke erstmal reinziehen, obwohl wir die nachher vielleicht wieder rausreißen durch die Treppe. Aber erstmal, genau, machen wir das so zu. Und was wir dann schon mal machen, ist, dass wir das Dach und die Zwischenetage reinziehen mit Quarz. Das heißt, jetzt müssen wir wieder ganz viele Blöcke setzen. Ich fange mal an der Decke. Das heißt, hier überall ganz oben kommen überall Quarzblöcke hin. Das heißt, ich fange an, so hier das einmal über die ganze Etage rüber zu ziehen. Und jetzt ist es auch genauso, während ich das hier mache, könnt ihr das bei euch dann auch machen. Und wenn wir gleich schnell arbeiten, sind wir ungefähr gleich schnell fertig. Genau, ansonsten könnt ihr auch einfach ein bisschen vorspulen oder zurückspulen, je nachdem, wie schnell oder langsam ihr dann seid. So, genau, hier ziehen wir das Ganze entlang. Das sind halt immer so die Sachen, die so ein bisschen viel Zeit in Anspruch nehmen, die so ein bisschen, sag ich mal, langweilig sind, aber es ist halt komplett wichtig, weil man will ja auch kein Dach haben, was offen ist, sondern das soll ja komplett zu sein. Genau, so. Das heißt, jetzt haben wir gleich die erste Schicht schon mal. Genau, bis hierhin. Und dasselbe müssen wir jetzt sozusagen hier auch nochmal machen, auf dieser Höhe für die Zwischenetage. Das heißt, ich fange hier jetzt einfach mal an und hier überall über dem Holz entlang, auch über dem Glas immer entlang. So, bis alles komplett zu ist. Und hier werden wir später an dieser Stelle auch eine Treppe noch einbauen. Aber das machen wir dann nachher. So. Genau. So, hier nochmal entlang. So, hier auch über dem Glas entlang. So, hier rüber. Okay.
Okay, so, jetzt haben wir es geschafft, genau. Und jetzt kann man natürlich auch mit den ganzen Strukturen und sowas viel besser weiterarbeiten. Und da würde ich jetzt einfach mal sagen, dass wir Holz nehmen und einmal hier nach links hingehen. Und jetzt nicht ganz am Rand, sondern ein nach innen versetzt. Also hier dreimal Holz aufeinander setzen. Und dann auch einmal nach rechts weiter Holz ziehen. Und zwar so weit, bis wir hier einen Block vor dem Abgrund sind. Also bis hierhin. Und das Ganze dann auch einmal drei Blöcke hoch. So, dann können wir uns schon mal Quarzstufen nehmen. Und einmal hier an dem oberen Holzblock die untere Seite. Hier ziehen wir drei Quarzstufen hin. Und dann an diesem mittleren Block an der unteren Seite setzen wir hier fünf Blöcke Quarz hin. Einfach damit man so zwei Streifen hat. Das sieht, finde ich, ganz modern und ganz cool aus. Also das finde ich passend zum Haus. Genau, so dann haben wir das hier schon mal. Dann können wir uns wieder Glasscheiben nehmen. Und jetzt angefangen hier bei dem Holz. In diese Richtung gehend müssen wir fünf Blöcke Glas nebeneinander setzen. Also 1, 2, 3, 4, 5. Und dann ziehen wir jetzt nach rechts auch Glas. Und zwar insgesamt 8 Blöcke mit dieser Ecke. Das heißt, die Ecke haben wir als 1, dann noch einen zweiten. 3, 4, 5, 6, 7 und 8. Also bis hierhin. Dann nehmen wir uns Holz und setzen hier nochmal 2 Blöcke Holz hin. Und das Ganze auch drei Blöcke hoch. Und dann ist man hier wieder ein Block vor dem Abgrund. Und was wir dann machen können, ist, dass wir hier schon mal überall, wo wir die Glasscheiben haben, noch zwei weitere draufsetzen. Sodass wir hier ein komplettes Eckfenster haben. Genau, und damit haben wir die Vorderseite schon so gut wie fertig. So, dann würde ich sagen, genau, machen wir das einmal so, dass wir hier an diese Ecke hingehen und diagonal, also hier einmal drei Blöcke Holz auch aufeinander setzen und hier den ganzen Bereich dann einmal zumachen. Das heißt, hier kommt Holz dazwischen, einmal komplett rüber bis hierhin. Dann sind wir auf der Rückseite und auf der Rückseite, da machen wir das jetzt erstmal so, dass wir hier oben, also wir haben jetzt hier eine Schicht Holz, dann ziehen wir noch eine zweite Holzschicht und eine dritte Holzschicht hier hin. Also jetzt seht ihr, das sind drei Blöcke. Dann brauchen wir Glasscheiben und zwar fünf Blöcke, also 1, 2, 3, 4, 5. Dann brauchen wir vier Blöcke Holz, also 1, 2, 3, 4. Zwei, die wir freilassen und dann wieder zweimal Holz. Und jetzt überall, wo Holz ist, kommt nochmal Holz drauf. Also hier und hier. Und dann hier oben nochmal zwei Holzblöcke rein und dann brauchen wir Türen und zwar Birkenholztüren, ne, passend zum Rest des Hauses. So, dann kommen da zwei Türen rein und hier können wir das Ganze natürlich schon mal mit dem Glas auffüllen, weil wir hier so ein ganzes Fenster haben. So, dann haben wir den oberen Teil und dann, komm, machen wir das jetzt einfach mal. Genau, hier haben wir ja drei Blöcke Quarz. Da setzen wir jetzt links daneben nochmal drei Blöcke Quarz und nehmen uns dann weiße Glasscheiben und ziehen jetzt hier am Rand entlang bis hier an das Holz weiße Glasscheiben für das Geländer und kommen dann einmal hier nach unten hin. Und jetzt, genau, muss man vielleicht so ein bisschen aufpassen. Genau, wir reißen jetzt einmal diese zwei Blöcke raus und setzen stattdessen Birkenholzstufen hier hin und dann an dieser Stelle kommen drei Blöcke Holz aufeinander. Dann rechts daneben fünf Blöcke Glasscheiben, also 1, 2, 3, 4, 5. Dann viermal Holz, also 1, 2, 3, 4. Dann zwei, die frei bleiben und dann hier rechts nochmal drei Blöcke Holz aufeinander und hier kommt auch nochmal Holz drauf. Hier oben Holz drüber und dann hier auch ne, hier Türen rein, genau. So, und dann können wir hier das Ganze auch schon mal mit Glas auffüllen. So, und hier an der Stelle können wir das schon mal so machen, dass wir hier eine Doppeltür auch aus Birkenholz reinziehen. Das ist die Eingangstür und den Rest hier füllen wir einmal komplett mit Holz auf. So, und dann hat man hier so eine Art Gang, wo man entlang geht und dann hier zum Eingang kommt. Genau, so, dann haben wir das auch schon mal geschafft. Dann fehlt eigentlich nur noch, ja, ich würde sagen, wir machen vielleicht erstmal innen die Treppe. Und da habe ich das so gemacht, dass ich einfach jetzt, wenn man, ne, vom Eingang kommt, hier auf diese Wand zuguckt,
hier eine Treppe hinsetzt, eine umgedrehte Treppe da dran, dann wieder eine normale Treppe, eine umgedrehte da dran, eine normale Treppe hier in eine umgedrehte Treppe da dran. Und wenn man dann hier hochgeht, muss man hier oben einfach nur die Blöcke rausreißen und hier nochmal eine Treppe reinsetzen. So, und dann hat man hier einen ganz entspannten Aufstieg. Vielleicht kann man den auch nochmal rausreißen. So. Genau, und dann kann man hier ganz entspannt hoch und runter gehen. Von der Position finde ich das auch voll okay. Genau, dann haben wir hier die Treppe schon mal. Dann brauchen wir hier außen auch nochmal die Treppe. Und zwar genau hier. Und da machen wir das so, dass wir die zwei Blöcke rausreißen. Dann kommen dort Quarztreppen hin. Dann kommen da drunter Quarzblöcke. Eigentlich können wir das hier komplett schon mal zumachen. Dann kommen hier nochmal Quarztreppen dran. Hier drunter jetzt überall Quarzblöcke. Dann wieder zwei Quarztreppen dahin. Wieder Quarzblöcke. Zwei Quarztreppen hier hin. Hier wieder Blöcke drunter und dann hier nochmal zwei Treppen dran. Und dann hat man hier eine solide Treppe, wo man hochgehen kann auf den Balkon und dann hier auch reingehen. Genau, so, dann haben wir das auch. Das passt. Hier unten. Genau, da machen wir das jetzt einmal so, dass wir weiße Glasscheiben nehmen und hier am Rand entlang bis zu dieser Ecke hier Glasscheiben hinziehen. Diese vier Blöcke reißen wir raus und setzen stattdessen Stufen hier hin. Und dann können wir anfangen, von hier Gras rauszureißen, von hier auch Gras rauszureißen. Also das ist eigentlich nur optional. Aber ich habe das gemacht, dass ich dann hier nochmal Quarz reingesetzt habe. Und dann hier diesen ganzen Bereich, wo jetzt überall Gras ist, da habe ich einfach dann komplett Holz reingesetzt. Einfach weil das nochmal ein bisschen schicker wirkt für so eine Terrasse. So. Genau, dann haben wir hier so eine kleine Holzterrasse auf der Rückseite. Außerdem habe ich angefangen von hier dieses ganze Quarz, also von hier angefangen komplett bis hinten rüber, auch rauszureißen. So, und habe dort überall auch Holz reingesetzt, damit man so einen kleinen Weg hat. So, bis hierhin. Hier kommen dann zwei Stufen hin. So, dann müssen wir den Pool natürlich auch noch machen. Stimmt, das habe ich jetzt auch noch gar nicht gemacht. Und zwar fangen wir an, hier, wenn wir uns dieses Fenster angucken, lassen wir eine Schicht Quarz da. Und dann reißen wir hier vier Blöcke Quarz raus. Dann nochmal Quarz raus. Noch ein drittes Mal Quarz raus, ein viertes Mal Quarz raus, ein fünftes Mal und ein sechstes Mal. Also, dass wir sozusagen 6 mal 4 Blöcke haben. Hier unten müssen wir dann einmal die ganze Erde austauschen und ich habe da auch Quarz reingesetzt. So. So, dann genau, haben wir das schon mal ausgefüllt. Dann können wir dort Wasser reinsetzen. Dann haben wir den ersten Pool. Wenn man will, könnte man den auch noch beleuchten und so weiter. Das werde ich jetzt aber nicht machen. Genau, was ich dann nämlich noch gemacht habe, ist, dass ich Quarzblöcke genommen habe und angefangen von hier reiße ich einmal 1, 2, 3, 4, 5, 6 Blöcke Gras raus und setze dort Quarz rein und auf der linken Seite dasselbe. Also von hier auch einmal 1, 2, 3, 4, 5, 6 Blöcke Quarz, Gras raus und Quarz rein. Und dann das einmal hier miteinander verbinden. So. Genau, dann haben wir das schon mal. Dann würde ich sagen, machen wir erstmal den Weg fertig. Genau, das heißt, auch hier reißen wir einmal das Gras raus und setzen dort Holz rein. Wobei eigentlich sogar bis hier ganz zum Rand. So, dann kommt hier links neben dem Weg nochmal eine Schicht Quarz hin. Dann vier Blöcke, die erstmal frei bleiben. Dann kommt hier eine Schicht Quarz hin. Beziehungsweise die bleiben nicht frei, sondern die reißen wir auch raus. Und hier kommt gleich der zweite Pool rein. So, hier unten, das muss einmal raus und stattdessen Quarz da rein. Hier unten, der Boden muss raus, da muss Quarz da rein. Also damit das auch wirklich alles schön ordentlich ist. So, und dann können wir auch hier wieder Wasser einsetzen. So, dann haben wir den zweiten Pool. Und dann kommen wir hier zu dem Gartenteil, sage ich mal. Und dafür machen wir das einmal, dass wir hier noch eine Schicht Gras rausreißen und Quarz rein. Links auch eine Schicht Gras raus und Quarz rein. Und dann hier am Ende nochmal eine Schicht Gras raus und Quarz da rein. Und das ist dann unsere Rasenfläche. Und dort habe ich Zäune genommen, also Fichtenholz. Nee, nicht Fichten, sondern Birkenholzzäune. Und habe die einfach, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ich glaube hier einen hingesetzt, einen Zaun.
hier ein Zaun und da ein Zaun hingesetzt. Und dann habe ich auch noch mal Gebüsch genommen oder Laub, und zwar auch wieder Birkenlaub, damit das alles passt. Habe hier ein Block draufgesetzt, hier zwei Blöcke und dann hier drei Blöcke draufgesetzt. Da hat man in der Höhe noch mal so ein bisschen eine Variation, sieht dann eigentlich ganz nice aus. Und genau, was dann noch fehlt, ist hier einmal das Geländer, das wir hier entlang ziehen, also wieder aus weißen Glasscheiben und dann hier oben auch noch mal. Und ansonsten war es das dann, glaube ich. Ich guck mal gerade auf der Rückseite. Ja, das sieht auch ganz gut aus hier oben. Das passt alles. Genau, ich würde sagen, so der Rohbau passt. Ich würde sagen, Leute, wenn euch das Ganze dann gefallen hat, dann wäre es mega cool, wenn ihr ein Like da lasst, wenn ihr ein Abo da lasst, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Einfach weil es immer wieder neue Videos gibt, damit ihr keine verpasst. Ansonsten könnt ihr das Haus auch kostenlos auf meiner Website runterladen. Und ansonsten würde ich sagen, nochmal Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Haut rein, meine Freunde. Ciao, ciao.